So sieht's aus, wenn die Schleuse umgekippt ist, dann liegt sie hier drin. Und hier regnet es schön runter. Gerade eben war hier noch alles trocken. So, dann habt ihr das auch mal gesehen. Ich konnte es jetzt leider nicht filmen, weil wir zu zweit nur sind. Da hätte man die Kamera festheben müssen. Ich gehe mal mit euch mit in die Schleuse rein. Steigen, steigen. Also so sieht es aus. Was ich jetzt noch machen werde, ist, dass hier oben der Stoff nicht durchgedrückt wird, werde es hier jetzt noch spannen und fixieren an 4 oder 5 Stellen. Weil jetzt hat man noch das Problem, dass sich kleine Mulden gebildet haben. Es lief dann zwar runter, aber durch die Mulden hat es durchgetropft, weil der Stoff wohl nicht ganz so dicht ist, wie er eigentlich sein soll. So, jetzt können wir morgen losfahren. Jetzt ist noch die Überlegung, ob wir hier schön die Wand einziehen oder ob wir es eigentlich offen lassen, weil es ist ja eigentlich bloß für einen Tag. Also daher lassen wir es wahrscheinlich offen. In dem Sinn, aber...